Ich springe. Jockel. Jockel. Da, spring runter, verdammt. Ich nehme mal auf, mir war gerade danach. Außerdem brauche ich mal wieder das für meinen YouTube-Kanal. Ja, wir spielen Exile. Und hier leuchten so Dinger in der Luft. Was ist das? Glühwürmchen. Das sind Glühpünktchen. Ja, meine ich ja. Ja, aber die leuchten ja. Glühwürmchen, die sind ja Würmer, aber das sind ja nur Punkte. Einfache Texturen. Ja, Mann. So, ich würde sagen, mit dem Fahrzeug jetzt ab zu McDrive, ne? Ja, yep, McDrive, willkommen. Bist du fertig? Gleich. Was kann man denn im Office machen? Kannst du eine Flagge kaufen, da kannst du deine Base bauen. Eine Flagge? Mhm. Wie kann ich bei manchen Dingen auf Unlock gehen? Wat? Ach so. Ich will hier an den Laptop. Aber nein. Aber er hat echt eine scheiß Performance, der Server. Muss man mal gesagt haben. Gut. Ich komme ja schon. Ready? Du fährst? Yep, ich fahre. Ich will mal in die Mitte hier einsteigen. Warte mal. Ach, wie geil. Geiles Fahrzeug. Moment. Immer als Schütze rennen. Macht mehr Sinn. Ja, ich will mir das mal front left. Wo bin ich jetzt dran? Nein. Passenger. Left. In. Ha? Man kann ich hinten auch rausschießen? Geile Matteo. Ja, ich kann gleich zum Schützensitz gehen im Zweifelsfall. Ich muss schon sagen, das Auto hat eine krasse Federung, ne? Ja, echt? Ich spüre es keinen Stein. Also dagegen ist ein Bahnsteintrag kein Scheiß dagegen, oder Scheiß? Ja. Ey, die Musik geht mir am Sack, die ich im Hintergrund gerade hier. Das ist nicht schön. Das müssen wir mal ändern. Es gibt keine vernünftige GEMA-freie Musik auf Spotify. Doch, es gibt eine tolle Playlist, nur die habe ich leider nicht mehr. Pause. So. Bibliomonothek. Alter, mach mal langsam. Ihr darf nicht schneller als wir 60 fahren, oder Scheiß? Dann dreht er so durch. Ja, Mann. Und laut Beschreibung fährt 160. Alles klar. Aber vielleicht. Ja, wir erreichen gleich die Zombie-Stadt. Mach dir auf alles gefasst. Ja. Gott, ey, das ist ja nur gammelige Musik.
Ah, schon besser. Ich bin bereit. Jockel. Aber ich glaube nicht, dass wir im Fahren hier was ausrichten können mit 16 FPS. Das liegt wohlgemerkt am Server. Ich habe normalerweise mehr. Mindestens ja, 17. Das erinnert mich an die guten alten Arma 2 DayZ-Zeiten. Wo ich mit Arma erst angefangen habe und noch einen richtig gammeligen Reiter hatte. Ich sehe aber gar keine Zombies. Ah doch, da. Platsch. Nee, lass mal zu Fuß weitermachen, Jochel, das geht nicht. Kannst du. Ich komme aber nachher richtig krass viele. Ja, dann gehen wir zum Fahrzeug zurück. Das ist ja kein Problem. Ich will noch einen safen Ding haben. Wir können hier hinten aufs Gebäude gehen, dann kann ich mein M24 mal ausprobieren. Die Zombies, die springen auch. Ja, aber nicht aufs Gebäude. Doch. Ein bisschen übertrieben, oder? Wenn sie so schreien, dann springen sie. Ja, aber keine 20 Meter hoch. Doch, doch, doch. Alles klar. Ich weiß nicht, bleiben hier? Ja, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Jo. Ah, du warst das. Ich dachte, das wäre ein Zombie aus dem Boden. Ja, das machen die so. Lockcode 7979. Jo. Wollen wir nicht aufs Gebäude? Oh, der springt. Ich hab's nicht gesehen. Ich helfe dir, Jocke. Vielleicht, irgendwann mal. Echt verdammt unangenehm. Ich probiere mal was. Ich gehe hier auf das Pier, weil die können ja anscheinend nicht von sonst woher. Die können überhaupt nichts. Ich habe schon wieder Hunger. Gibt's doch gar nicht. Esse ich jetzt auf der Leiter. Die ist nass. Alter! Geht ja richtig ab da draußen. Fernglas? Nein. Siehst du, ich habe vergessen, was zu kaufen. Na, brauchst nicht. Sagst du? Ich weiß, was für dich gut ist. Gar nichts weißt. Hier ist genau. Klopapier. Das ist gut für mich. Gut für die, ja, genau. Gut für die Haut, habe ich gehört. Oh, da hinten Zombie! Oh mein Gott! Ja. Ich sehe keinen einzigen. Tot bist. Ah doch, da vorne, der sieht aber auch ungesund aus, wie er sich bewegt. Meiner? Ja, ich kann die Waffe hier nicht vernünftig auflegen. Jo, 240 Meter. Was macht er denn? Alter! Armener! Ja, voll geil, ne? Ja, ich finde, übertreibt aber maßlos. Die Kappwaffen sind scheiße. Habe ich das schon mal gesagt? M14 geht jetzt eigentlich. Warum nimmst du denn nicht die Standard-Armer M14? Das ist doch... Weil die nicht in den Rucksack passt. Ach so. Jo. Hallo Zombie, du bist ein Pinkel. Ich komm mal wieder runter, ne?
habe Lust, mal wieder einen Livestream zu machen. Ich glaube, ich setze mich damit heute nochmal auseinander. Aber irgendwann, irgendwie streame ich irgendwas irgendwie live. Hast du dem Monster im Forum schon die den Mod-Vorschlag angeschaut? Mit der Fast Roping, nicht Fast Roping, mit dem ja, die Möglichkeit abzuseilen. Der ist durch die Treppe durch, alles klar. Genau unter mir im Wasser ist ein Zombie, da verreckt er vielleicht. Achtung, hinter dir ist ein Zombie, ne? Ja. Ja, der ist aber noch ein bisschen, bis der da ist. Haben. Hier bräuchtest du ein MG. Nee, das macht keinen Spaß. MG macht nicht viel Spaß. Alter! Die bekommen schon nicht mehr was. Jetzt habe ich aber Zeit für so ein paar Schüsse auf Entfernung. Wie gerade stand das ein Kunde da. Aber wie viel sind das? 200 Meter. Oh ne, weniger. Noch weniger? Wie ist die Waffe denn eingestellt? Ach, die steht auf 400 Meter. Kein Wunder. Die muss eigentlich auf 200 Meter stehen oder auf 100. Oder eigentlich auf 0, damit das Visier funktioniert. Im Wasser sind sehr viele Zombies, würde ich sagen. Boah, weil ich schmeiß eine RGO ins Wasser. Mach das. Achtung, RGO raus. Die ist ab. Klingt realistisch. Hammala, hammala. Da kommt ein schneller. Wenn er nicht die ganze Zeit vor und zurück schnellen würde. Ja. Platsch! Ich bin so viel lieber. Wir wären echt ziemlich gefickt, wenn die hier drauf springen würden. Oh, letztes Magazin. Ich bewahre mir das mal auf. Gehen wir wieder auf meine M4. Weg der Jockel! Jockel, ich schieß dir die Unterschenkel weg. Nice. Ich hole uns mal das Fahrzeug hier hin, okay? Ja, ich schau, dass ich dich einigermaßen beschütze. Gib mir Deckung, Jockel! Weißt du, was ich nicht habe? Nachtsichtgerät und Taschenlampe. Ah, das ist behindert, ne? Ich hab nichts davon. Scheiße. Wir müssen also irgendwie an eine Taschenlampe kommen. Ah, falsche Seite. Wie war der Code? 5757 oder 7575? Nee, nee, 7979. Fuck, muss nachladen. Achtung. Weg der Jockel! Jockel! Der kommt von hinten, rechts von dir, Jockel! Pass auf, er ist direkt hinter dir! Bam! Lassen wir mal die Schütze rein. Gut, fahr. Einfach hier wieder hin, weil das Auto hätte ich
nachladen. Alter, fahr nicht so weit zurück. Achtung, ne? Wo ist denn Gunner Front? Kommando. Er ist gelandet! Gott, ist das laut. Da steckt noch irgendwie einer drin. Jo, fahr. Ich bin ja gar nicht Fahrer. Scheiß drauf, fahr. Ah. Du bringst dann schon unser Fahrzeug zum Explodieren, weißt du? Ja, weiß ich. Erst mit der Steuerung vertraut werden hier. Alter! Ui. Man lässt sich auch gar nicht mehr kontrollieren dann. Was war das denn? Ja, wollen wir weiter auf Zombies schießen, oder? Ich würde schon sagen, oder? Vorne ist Friedhof, sind da mehr? Nee, wir sind jetzt gerade am Rand. Weg der Mauer, weg! Scheiße. Fahr nicht so schnell. Ich muss wieder was essen, ich esse mal etwas. Ja, nicht alles hält auf 100, ne? Sag ich gleich. Ja. Ach schade, ich dachte, das funktioniert. Kurz weg. Jörgel, du musst noch mal kurz fahren, weil ich habe hier überhaupt keine Ruhe. Ich, ne? Gleich wieder da. Ja, Moment, ich kill schon. Oh, die Zombies packen wieder rum. Mann, du Idiot! Wieder da, Jockel! Warum beschützt du mich denn nicht? Ja, ich dachte, ich soll weiterfahren. Ja, aber los, Jockel! Los! Wie fahr! Ich gebe dir Deckung! Ich kann nicht einsteigen. Yo. Hä? Alter! Ich hab grad selber Probleme. Scheiße! Wenn die nicht so rumbangen würden, wären die auch besiegbar. Fuck,
weiter geht's, Jocke. Nicht so schnell! Oh nein, der Motor ist aus! Wir müssen verteidigen! Fick dich! Was können wir machen? Habt ja keiner. Nee, überhaupt nicht, oder? Ja, die da hinten, die zählen gar nicht. Platsch. Sehr geil. Sehr geil. Mir fällt gerade ein, ich kann ja die Magazine gar nicht mehr zusammenpacken. Das heißt, das Nachladen, wenn das Magazin nicht leer ist, ist total bescheuert. Krabbler kommt. Ist mir wurscht. Haben. 3 Uhr sogar. Da kommen noch welche. Die hole ich mir. Komm her, du! Komm doch! Der ist von den Beatles, der läuft über den Zebrastreifen. Scheiße, die Beatles kommen! Oh, wie nett, dass er herankommt. Vielen Dank. Sehr zuvorkommt, muss man sagen. Macht nicht jeder sowas. Liegt hier noch ein ganzes Magazin? Ja. Okay. Ich glaube, das Auto funktioniert wieder. Wir fahren weiter. Wenn ich einen Schluck getrunken habe. Du hast gar nichts daran gemacht, ne? Das ist nicht am Akku. Ja, das hat eine Zeitschaltung, manchmal geht's kaputt. Du Monster, du hast einen Tunnel davon! Wurde aber schlagartig dunkler hier. Das sind auch nur Menschen. Alter, das hat ja einen Wenderadius wie eine Schnecke auf Rädern. Ich mach alles kaputt. Nachladen. Letzte 100 Schuss. Verstanden. Mal hier. Nein, wir fahren ins Wasser, oh Gott! Nein. Hier auf dem Pier, was hältst du davon? Nee, das Problem ist, die Zombies kommen da drauf. Oder halt irgendwie drunter. Da sind Fische auf dem Land. Ja. Ey, den wollte ich mir holen, Doofkopf. Ich schließe Auto ab, wir gehen ins Haus. Komm. Ah, hinter uns, der ist auch aufs Dach gesprungen.
scheiße mit dem Schießen. Vorher kann ich nicht rein, Jocke. Doch, kann ich. Hier lieber hier hin, weil da können sie nicht komplett hochspringen. Wer weiß? Zeit fürs M24. Oder auch fürs N24 genannt. Ja, ich schreibe auch noch schnell meinen Sniper bis hier drauf. Steht auf 500 Meter automatisch. Wir fallen die ganze Zeit Zombies vom Himmel. Ja, ich habe ja letztens mal gesagt, Gott, bitte lass euer Hirn regnen, oder? Ja. Naja, war halt die Ausführung davon. Dachte ich mir, dass der Kerl keine Ahnung hat. Ich glaube, hier kommen sie schon drauf, die müssen hier nur hochklettern. Also, ach, die können auch klettern. Nein, ich meine über die Treppen, weißt du? Ach so. Klettern ja, über die Treppe. Also ich gehe hoch. Ich komme mit. Aber da können sie aufs Dach springen. Nee, 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 ich glaube so hoch kommen sie auch wieder. Ach! Ich weiß es nicht. Glaube kann Berge versetzen und Zombies fliegen lassen. Wir müssen die Nacht überleben, Jocke! Warte, die Nacht endet in 45 Minuten. What? Warum das? Na, restart. Hab ich kein Licht? Ich hatte doch Licht. Ach ne, scheiße. Ich kenne nur eins, was uns noch helfen kann. Der Rauch des Todes. Hast du jetzt geschmissen? Rauch. Vielleicht kommt jemand und holt uns ab. Habe ich eine andere Idee. Schmeiß mein Auto rum. Die Monster. Schnell, Rauch darunter! Ich bin aus Versehen auf den Desktop zurückgeschmeißt worden. Was ist denn das? Ach, Leucht. Leuchtdingens. Leuchtdingens. Bam! Ein Schuss auf 130 Meter, du! Schall geschimpft. Ja, okay. Ich hätte lieber eine Granate oder so, ne? Ich nicht. Weil dann würdest du uns wieder umbringen. Nee, nee, das wäre der letzte Ausweg. Es gibt keinen letzten Ausweg. Du, Jocke, du bist der letzte Ausweg. Warte. Nee, so hoch könnt ihr gar nicht springen. Haha. Zombie ausgelöscht. Nein, das Leben ausgelöscht, du Monster! Nein! Es sind keine Menschen mehr. Herzlich willkommen bei Zombie GZSZ. Ich lauf die Mauer drauf. Guck mal, perfekt, oder? Bam! Wenn ich den jetzt so von hier oben in den Kopf schieße, geht's direkt durchs Arschloch wieder raus. Klonk. Ah, das ist ein Straßenschild. Es ist verdammt dunkel, kann das sein? Ich hab ein Nachtsichtvisier. Ja, du hast ein Nachtsichtvisier, ich aber nicht. Das heißt, ich muss mein Zimmer mal ein bisschen dunkler machen. Dann sehe ich vielleicht auch was. Aua! Guck mal, ey, gleich viel besser. Pupf! Ich wusste, das ist scheiße, das Ding.
Also wenn du runterfliegst, bist du selber schon. Ich wette, du fliegst vor mir runter. Die Befürchtung habe ich allerdings auch. Aber hey, ich habe schon ein Vermögen von 16.000 angehört. Ich habe 56, ich habe 5.600. Und irgendwas mit einer 24.393, aber ich weiß nicht, wofür das steht. Das ist ein X, oder? Ne, links davon. Das mit dem X, das sind die, diese Moralpunkte, oder? Genau. Hast du schon mal, da habe ich 4.762. Krieg ich eigentlich Kohle für Zombie erschießen? Ja, 200. Eine. LOL. Das ist ja Roffel. Jockel, hier sind keine Zombies mehr. Ja, haben alle gekillt, ne? Ja. Die Apokalypse ist vorbei, endlich, Jockel. Wir können wieder nach Hause gehen. Ja, telefonieren nach Hause. Nach Hause telefonieren. Nee. Klingt aber nicht so. Alter, hau mich nicht runter. Ich stehe gar nicht hier. Nicht runter schubsen, das tut weh. Du bist ein Arschloch. Das geht doch gar nicht. Doch, Mann, das geht. Das schubst nicht mehr ganz leicht. Weiß ich doch nicht. Ich muss schon wieder fressen, ey. Was haben wir denn noch? Oh, ich habe keinen Dosenöffner. Hast du einen Dosenöffner? Ja, komm her. Sonst muss ich nämlich Streichhölzer fressen. Die brennen so im Hals. Ja, vor allem mit Schwefel, ne? Echt? Hast du immer so einen Mund gerufen. Aber den brauche ich wieder, ne? Wen? Ein Dosenöffner. Überhaupt nicht. Doch mal, ich habe nur Dosen dabei. Ich auch. Hier hast du einen Dosenöffner wieder. Wenn du meinen Kameraden nicht unterstützen willst. Ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl, unser Besuch war gut essen nicht. Nee. Was hast du da reingetan? Scheiße! Hör mal, das sind doch hier alles, wie heißt das? Muslime. Hallo Zombie. Und nein, ich habe nichts gegen Leute von irgendeiner Religion. Wobei, das stimmt nicht. Nein. Ich habe generell etwas gegen Leute. Oh, Jockel. Du Trottel. Wo bist du? Nein, ich habe ja gesagt, ich fliege als erstes runter. Ich kann mit dem Stress nicht mehr leben, Jockel. Aber nicht, Jockel. Dass ich auch noch runtergehe. Jockel, ich kann damit nicht mehr leben. Jockel. Ich springe. Jockel. Jockel. Da, spring runter, verdammt. Ah!